in der zweiten Reihe, Engelhardt, Lonardi in Reihe 3. So schieben sich die Startreihen jetzt nacheinander zueinander, nehmen die Grid-Positionen ein und das Führungsfahrzeug geht ganz, ganz spät raus in Richtung Boxengasse. Jetzt also obliegt es dem Audi R8 LMS Ultra von Christa Jöns, das Tempo vorzugeben. Daneben der Mercedes von Kfz Teile 24, Sebastian Arsch. Ampel ist auf Rot geschaltet, Feld kommt auf die Start- und Zielgerade. Start ist freigegeben, Grün ist geschaltet und damit geht es jetzt auf die 1 Stunden Renndistanz. Sebastian Asch also in Schwierigkeiten.